Diese Erfrischung widmet Ihnen Kaiserbier. Hast ein Kaiser, bist ein Kaiser. Wir sind heute unterwegs im schönsten Hochtal Europas, nämlich im Tannheimer Tal, und besuchen heute die Sonnenalm in Grain. Und liebe Leute, ich habe es heute besonders kommod, ich darf heute mit der Gondel rauffahren und ihr kriegt dafür einen super Ausblick. Auf geht's! Die Sonnenalm direkt bei der Bergstation Füssener Jöchle ist nicht nur über verschiedene Almen gut erreichbar. Auch ein bequemer Wanderweg führt von der Talstation in Grain aus zu ihr. Dem Wanderer bietet sich wunderbare Bergidylle inmitten saftiger Almwiesen. Während der circa 1,5 Stunden langen Wanderung kann man den wunderbaren Ausblick aus Tannheimer Tal genießen. Einen der herrlichsten Aussichtspunkte, die das Tannheimer Tal zu bieten hat, erreicht man aber auch mühelos mit der Gondel. Gerade für Familien eine gute Möglichkeit, feinstes Alpenfeeling zu erleben. An der Sonnenalm angekommen, bietet sich zu beiden Seiten ein fantastischer Ausblick. Das atemberaubende Bergpanorama bietet über 100 Gipfelblicke in die Allgäuer und Lechtaler Alpen. Bei schönem Wetter beeindruckt eine Fernsicht von bis zu 100 Kilometern. Der freie Blick zur deutschen Seite, zum Beispiel auf den Hopfensee, wird eingerahmt unter anderem vom Hahnenkopf, der großen Schlicke, dem Filser Kregel und dem Filser Schrofen. Unweit der Bergstation befindet sich ein Aussichtspunkt der besonderen Art. Der Sonnenpanoramahut kann mühelos, auch mit Kinderwagen, auf dem Geopfad in Richtung Gamskopf erreicht werden. Der Hut aus Eichenholz ist drehbar wie ein Kinderkarussell und ist der größte drehbare Wanderhut der Alpen. Wie das in den Bergen so passieren kann, hat das Wetter umgelassen. Das tut meiner Stimmung aber überhaupt keinen Abbruch, weil ich freue mich jetzt auf die gemütliche Gaststube der Sonnenalm. Kommt bitte mit! Hallo, grüß euch! Servus, bin ich Carina, hallo! Lorenz, hallo! Hallo! Grüß dich, servus, bin Laura! Hallo, grüß dich! Ja, freut mich, dass du gekommen bist. Da heute ein Schnäpsel zur Begrüßung. Ja, super! Trinken wir einen, oder? Ja, gerne! Schau! Danke! Nachher zum Wohle auf den Wiener Tag. Zum Wohl. Zum Wohl. Der ist gut. Ja, hat sauber, ganz ein guter. Super. Hocken wir uns zurück ins Murmel, oder? Gerne. Jawohl. Wir haben uns jetzt in ein absolut gemütliches Eckchen zurückgezogen. Die Sonnenalm, die ist ja bei eng seit Generationen und Jahrzehnten in Familienbesitz. Ja, genau. Die hat der Opa hat die 1970 ein Zahnfacht mit einer kleinen Holzbaracke da oben. Und dann ist der Zuspruch gleich mal groß geworden, 1973, unter schwersten Aufwand ein Haus baut. Das war noch die Sonnenalm, da ist sie noch entstanden. 1990 haben sie dann da oben eine Kapelle gebaut für alle Bergwanderer, St. Jakob. 1997 ist dann die erste Erweiterung gekommen, das war dann da eine große Terrasse und das Rondell hinten. Und 2016 haben wir noch da die große Sonnenterrasse gemacht und da überdacht alles. Und du bist nachher auch dazu gekommen und bist jetzt maßgeblich auch für die tollen Kreationen in der Küche zuständig? Zum großen Teil, ja. Neben unserem Küchenchef, der da sehr kreativ ist. Es ist eigentlich alles Teamwork und es wird alles mit viel Liebe und auch mit viel Spaß zubereitet. Also es macht Spaß zum Schaffen und ja. Und ihr macht so ganz viel eigentlich selber, gell? Es ist ja fast alles oder eigentlich alles aus eigener Herstellung. Ja, also die Arbeit hört jetzt direkt am Feierabend da auf. Es wird daheim im Garten ziemlich viel noch
angebaut an Kräutern und Blüten, um die Salate und so weiter auszudekorieren. Und nur einfach, dass man ein bisschen was Grünes rund ums Haus hat und so. Also da fließt quasi dann das Hobby auch mit in die Arbeit ein. Ihr habt ja auch Besucher über den Sommer auf der Alm, gell? Und zwar ziemlich fädrige. Ja, genau. Wir haben da von der Lebenshilfe in Reuter haben wir das Tiroler Huhn oben. Das ist eigentlich eine ausgestorbene Rasse. Man hat es geglaubt, dass sie ausgestorben ist. Seit 100 Jahren gelten sie eigentlich als ausgestorben. Und 2014 hat man im Sarntal auf 1500 Meter auf einem Bauernhof noch einen Restbestand von der Hühnerrasse entdeckt und hat dann aus dem recht kleinen Bestand jetzt mittlerweile schon 400 Stück zurückgezüchtet. Und das Ganze macht die Lebenshilfe in Reute und stellt uns die über den Sommer als Almbesucher, als Almvieh quasi dann zur Verfügung und die werden dann bei uns nachher nach allen Künsten verwöhnt und gepflegt. Und die fühlen sich einmal recht wohl, weil der Gockel mit seinen 6 Mädels, der ist einmal gut bedient und kräht jeden Tag recht fleißig. Also sie sind recht happy. Und was natürlich ein Vorteil ist, ist eine sehr widerstandsfähige Rasse. Also der macht jetzt so ein Wetter wie heute zum Beispiel nichts aus. Aber die landen nicht im Suppentopf? Nein, die kommen wieder nachher im Herbst, kommen sie wieder zur Lebenshilfe. Wir wollen ja unseren Bruno, das so heißt der Gockel, weil wir ja nicht schon wieder haben. Zur Sonnenalm kann man auch kommen, wenn man jetzt zu Fuß nicht gut beieinander ist. Ihr seid barrierefrei? Genau, wir sind barrierefrei über die Gondel zum Erreichen. Ist auch mit dem Rollstuhl kein Problem herzukommen. Ist alles rollstuhlgerecht gemacht. Und für Kinder und Familien ist auch was geboten? Ja, wir haben im Lokal haben wir eine kleine Kinderspielecke, draußen haben wir einen kleinen Sandkasten, Drehtraktoren, Drehtbuggys für die Kleinen, dass sie was zum Spielen haben. Apropos draußen, man kann die Sonnenalm eigentlich als Ausgangspunkt für verschiedene kleinere Wanderungen oder Ausflüge machen. Wo kann man da hingehen? Was sind kurze Strecken, was ist ein bisschen länger? Also die kurzen Strecken sind zum Beispiel der Tiroler Hut da oben. Das ist ein recht begehrter Punkt da oben oder der Aussichtspunkt am Gamskopf oben. Da ist ein Panorama-Informator, da ist ein 100-Gipfelblick. Also da ist jeder Gipfel auch beschrieben mit der Höhe. Dann die nächste größere Wanderung wäre Richtung Ackenstein rüber zur Bad Kissinger Hütte. Oder da ins Tal runter über den Gessen-Wangweg oder über die Abfahrt runter. Nachher die ganz großen Routen, das ist dann Otto-Meyer-Hütte, Füssner-Hütte, Mursauer-Alm und Aare Richtung Flach. Das ist dann schon die größte Tour. Was bei Enk sicher großartig und ein Stück weit auch einzigartig ist, ist der wahnsinnige Ausblick, den ihr habt. Und zwar nicht nur auf eine Seite, sondern eigentlich auf zwei Seiten. Ja, also wir haben einen traumhaften Blick ins Dannheimer Tal. Bei gutem Wetter kann man ohne weiteres bis nach Schattwald oder halt verschiedene Berge sich anschauen. Und natürlich einzigartig ist der Blick auf die deutsche Seite um. Da sieht man zum Teil bis nach München. Starnberger See kann man erkennen. Und eben bei guter Witterung hat man wahnsinns Fernsicht halt. Mhm. Wir müssen jetzt einmal kurz aufs Kulinarische zu sprechen kommen. Ihr habt es ja schon gesagt, oder wir haben ja schon geklärt, dass ihr sehr viel selber herstellt, auch eben gerade mit deinem Hobby, mit dem eigenen Garten, dass da sehr viel selber angebaut und gepflanzt und gezüchtet und nachher hergenommen wird. Besonderheit dazu ist aber noch, dass ihr traditionelle Gerichte aber pfiffig neu präsentiert. Genau, wir legen sehr großen Wert darauf, dass man über regionale Produkte und auch saisonale Produkte an den Gast bringt, dass man ihm zeigt, hey, da kann man ja richtig was draus machen und es schmeckt gewaltig und einfach ein Blickfang soll es sein und der Gast soll sich rundum wohlfühlen bei uns. Mhm. Wir legen auch sehr viel Wert auf Qualität. Also wir schauen schon, dass wir da etwas anbieten. Wir haben da noch verschiedene wechselnde Tagesgerichte. Da schauen wir immer, dass etwas dabei ist für Veganer, Vegetarier, dass wir da einfach Zufriedenheit abdecken. Also Highlights gibt es eigentlich kulinarisch, als auch was Festeln betrifft, über das ganze Jahr verteilt. Fangen wir mal mit dem Herbst an, was gibt es da alles? Im Sommer haben wir jetzt im Oktober, Anfang Oktober haben wir das Oktoberfest. Das geht 9 Tage lang.
Ja, da haben wir natürlich das hausgemachte Fasskraut, das hobeln wir selber ein, das Sauerkraut wird komplett hausgemacht. Noch die Kürbissuppe wird hausgemacht, das ist ja vegan. Und noch haben wir noch die Festeln. Ja, da haben wir also Live-Musik, ständig wechselnde, richtig eine gute Stimmung hin. Da ist schon ziemlich was geboten. Und im Winter am Durenabend zum Beispiel, da haben wir auch ab und zu mal Live-Musik herum. Da sind dann auch verschiedene Veranstaltungen. Was bringst du mir da kurz? Carina, ich bringe dir den besten Kaiserschmarrn im ganzen Tannheimer Tal. Oh, der schaut wirklich fantastisch aus. Ja. Da freue ich mich. Gute. Danke. Gute. Ja, sehr gemütlich, tolles Ambiente, guter Service und das Essen auch gut. Also alles, was man eigentlich für einen gelungenen Ausflug braucht. Ja, für eine gesunde Pause und Erholung, ja, auf jeden Fall. Ja, man kommt relativ leicht rauf mit der Bahn, gut erreichbar. Und für uns ist es ein nettes Plätzle zum Einkehren, zum Gruber, weil wir noch auf dem Weiterweg sind Richtung Ottomayerhütte. Ich muss sagen, es ist wirklich total gemütlich und lässig bei Ihnen. Es ist einen Ausflug wert, zu Ihnen zu kommen. Super, so soll es sein. Und mich würde es freuen, wenn ihr mal vorbeikommen würdet, die Aussicht einmal selber anschauen würdet. Wir sind bis zum 1. November für Ihnen da und nachher wieder in der Wintersaison. Ja, und schön wäre natürlich auch, wenn ihr für uns boten würdet. Genau, dazu geht's auf unsere Homepage www.re1.tv, klickt auf Gewinnspiel und gebt eure Stimme für die Sonnenalm ab. Ihr könnt natürlich auch dieses Jahr lässige Preise gewinnen. So, für mich ist Zeit, ich mache mich auf den Nachhauseweg. Es war total fein, ich danke für die Gastfreundschaft, es hat mich wahnsinnig gefreut. Super, Dankeschön. Freude ist ganz unsererseits. Danke. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Jawohl, Dankeschön. Servus. Servus. Bitte. Gibt's beim Bergschuh-Spezialist Leitner in Reutte. Jetzt neu auf 225 Quadratmeter.